Willkommen zurück zu einer neuen lavastarken Folge Ratchet & Clank, das PlayStation 4 Remake auf einer PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter und wenn ihr da draußen ein wenig supporten wollt, geht ganz fix, geht ganz easy. Der Vorsitzende Drake bedankt sich für eure harte Arbeit. Darum gibt es heute Nachmittag zwischen 13.10 Uhr und 13.15 Uhr Sandwich-Eis in der Cafeteria. Außerdem erinnern wir freundlichst daran, dass zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr alle Kampfbots auf Deck B erwartet werden. Wer nicht teilnimmt, wird umgehend zerstört. Okay, danke schön. Ich wollte den Leuten erklären, dass wenn sie eine kleine Bewertung da lassen, mir und dem Kanal super gut weiterhelfen können. Dankeschön. Und Rätsel gelöst. Die guten alten Bots, ne? Wieso bist du so schlau? Kampfbots sollen bloß einfache Soldaten sein. Wer hat dich aufgerüstet? Tja, ich bin hochintelligent. Ich bin intelligent. Da machst du nix. Okay, Heilung haben wir, brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, können wir vielleicht die später noch holen? Keine Ahnung. Oder geht jetzt hier die Tür zu und die Heilung ist weg für immer? Dann kämpfe doch mal gegen einen echten Kampfbot. Ja, dann machen wir das. Ziel erfasst. Babum. Keine Chance gegen mich. Zerstören. Intelligenz siegt. Warte, bis Victor sieht, dass ich dich geschnappt habe. Dann werde ich Oberscherge. Vielleicht darf er dann den ganzen paar Kisten stapeln. Hat er eben gerade noch seine Beine bewegt? Oh, wow, wow. Na und zwei. Easy. Ich bin der Granatenmeister. Bam. Babom. Kannst dich verziehen. Dieses Lachen, ne? Dieses Lachen. Nicht schlecht für eine Blechbüchse. So, hier nochmal rein. Schön alles zerkloppen und mitnehmen. Tja, wir haben hier nicht den mächtigen Ratchet-Schlüssel, dass wir mit einem Hieb alle Kisten zerlegen können. Das ist leider nicht drin. Aber ich glaube, wir können die hier zerlegen, oder? Nö, unzerstörbare Kisten. Er hätte einfach eine Granate oben auf ihn werfen sollen. Problem erledigt. So, mein Freund. Nicht, dass du gegen diese Kiste unternehmen kannst, die dir den Weg in den Wachraum versperrt. Ja, an deiner Stelle würde ich aufgeben. Aufgeben ist keine Option. Vielleicht kann dieser Magnet weiterhelfen. Wait a moment. So. Und schon habe ich hier einen. Den wandeln wir in so ein. Flams. Dann haben wir hier den nächsten. Oh, ich dachte, hier wäre irgendwas Spannendes. Weil das hat ja so schön geleuchtet. Aber leider nein. Wow, 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 wow. Er tut mir beinahe leid, ne? Er verliert vielleicht seinen Job. Darüber macht man keine Witze, yo. So, wait a moment. Nein, ich will Dinge zerstören. Aha. Naja, drei Kristalle. Sehr, sehr gill. Sehr, sehr gill. Oh, schnell hier durch. Oh, ich verpasse Lance und Jet. Heute ist doch noch das Staffelfinale. Och nein, das Staffelfinale. Setzt du etwa den Magneten ein? Alles hier drin ist Eigentum von Drag Industries. Was du da tust, ist
Naja, unhöflich. Kommen wir etwa in dein Versteck und übernehmen einfach deine Magneten? Naja, wenn ihr könntet, ich würde sagen, ihr würdet. So gesehen. Du bist viel zu gut. Computer, wähle den Vorsitzenden Drake an. Wähle Vorsitzenden Drake an. Hallo, dies ist der Anrufbeantworter des Vorsitzenden Alonso Drake. Ich bin gerade beschäftigt, in einem Meeting oder so. Vermutlich sichere ich gerade die Zukunft für unseresgleichen. Sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton, aber nichts Negatives. Der Nächste mit schlechten Nachrichten wandert schnurstracks in die Lavagrube. Mich runter! Ich warne dich, Kampfbot! Du und dieses Terminal seid Eigentum von Drake Industries! Wage ja nicht, den Befehl auszuführen! Du hast es getan! Denk erst gar nicht daran, das Sicherheitssymbol anzuklicken und unsere Systeme zu umgehen! Du hast es wieder getan! Das glaube ich einfach nicht! Bitte kommen, Team! Ich habe das Sicherheitsfeld der Anlage deaktiviert! Gut gemacht, Kumpel! Wir sehen uns auf dem Fabrikrollfeld. Gut gemacht, Kleiner. Das war toll, Clank. Moment. Worüber reden wir? Ich war kurz abwesend. Clank ist einfach der Beste. Also los, gehen wir rein und suchen nach Drake. Noch ein bisschen Muni mitnehmen. Auf jeden. Aktiviere Bewegungsscan. Böser Zurkon erschießt gerne nicht. Dann hole ich meinen eigenen. Ich hoffe, euch hat die Tour durch meine Fabrik gefallen. Schutztruppen. Ich habe sogar eine Vorführung der neuesten Modelle des Doktors arrangiert. Easy. Ich habe das Original. Das waren nur billige Kopien. Sieht so aus, als wäre das Hauptbüro da oben. Oh je. An diesem Fließband wurde ich erschaffen. Ich empfinde viele widersprüchliche Gefühle. Kann ich verstehen, Kumpel, aber wir müssen da jetzt durch. Mr. Zurkon ist gelangweilt. Dieser Aggressor rüstet sich nicht von selbst auf. Einwandfrei. Was verbessern wir denn? Hier geht's weiter. Lieblingswaffe wird noch ein wenig gepimpt. Badabum. Yes. So, wir haben noch 8 Stück. Boah, der Verpixler geht auch wieder weiter. Na gut. Da fehlt mir eins. No! Na, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ganz bestimmt. Gib ihn dir. Wow, da ist der Kristall. Gute Arbeit, warum können wir nicht fliegen? Gut geschossen. Boah, was macht ihr wieder für einen fiesen Damage? Ist eine Tankstelle. Du musst zur Tankstelle. Ich gebe dir Deckung. Tja, wie es scheint. Wow, nicht gut. Oh. Wollte eigentlich hier so cool drüber fliegen. Dann nehmen wir mal dich hier. Easy. Keine Chance gegen mich. Alter, das ist so eine starke Waffe, ne? So eine verdammt starke Waffe. Direkt hier wieder ein bisschen Muni-Schmuni. Was Spannendes hier? Ja, Teile, ne?
dich hier Flop. In Acht. Flop. No. Ich will nicht gebrutzelt werden. Gegrillter Lombax ist das nicht lecker. Mr. Zorkon. Ja. Ich lasse es meinen Zuki machen, damit er noch ein bisschen levelt. Mr. Zorkon hat vor, das zu korrigieren. Tja, mein Zuki ist halt original. Oh, sind meine Zukunft nicht toll? Keine Sorge, es warten noch viele andere Überraschungen. Gleich geht's. Dann zeig mal deine Überraschung. Mr. Zorkon komponiert die Symphonie der Schmerzen. Ah. Das ist richtig fies. Lasers. Lasers sind fies. Der Rest easy. Easy. Paket öffnen. Baboom. Nice. Und ein neuer Satz haben wir hier. Boah, geil. Eine neue Waffe. Noch mehr von denen. Alter, gegen diese Combo habt ihr keine Chance. Mr. Zorkon. Du plus Mr. Zorkon ist erfasst. Kampfbots! Echt jetzt? Wo denn? Ach, da oben. Da oben! Vor Mr. Zorkon gewarnt. Boah, Jägerraketen to the win. Alter, wir hauen ja so fies rein, ne? Autsch. Einmal sich selbst loben, direkt auf die Fresse bekommen. Du hast es geschafft. Setz dir jetzt den Dietrich ein, um auf die Tankstelle zugreifen zu können. Ah, hier merkt man immer so ein bisschen, ist ein Kinderspiel. Dir wird alles zehnmal erklärt, ne? Alright. Moment. Warte mal, so. Der muss definitiv hier hin. Perfekt. Deaktiviert. Moin. Flams. Okay, das Düsenpack ist aufgetankt. Gut, lass uns die obere Ebene sichern, damit wir ins Büro können. Endlich wieder rumdüsen. Wie ihr sehen könnt, ist unser Kampfbot-Vorrat riesig. Ein perfekter Zeitpunkt, neue Märkte in der ganzen Galaxie zu erschließen. Woher nehmen die ganzen Materialien? Ich meine, irgendwann muss doch mal alles leer sein. Das kann ja so nicht ewig gehen, oder? Boah, geil, Heilung. Kablams. So, schauen wir mal. Die Anlage ist echt groß. Ja. Ich komme dir gleich nach. Alright, Lady. Wie komme ich denn hier rein? So, Munition bin ich voll. Treibstoff. Auch wenn wir ihn nicht wirklich brauchen. Mr. Zorkon. Hier lang. Mr. Zorkon haut dir mitten ins Gesicht. Zerstören. Easy. Mit dem Jäger. Mit dem Jäger ist das so easy. Draco, seine blöden Kraftfelder. Da ist ein Sicherheitsterminal auf der anderen Seite des Raums. Gegenüber vom Büro. Da müsst ihr hin, um das Kraftfeld abzuschalten. Boah, keine Muni. Da kommen noch mehr Kampfbots. Lass uns diese Kampfbots erledigen und danach deaktivieren. Ja, entspann dich mal. Nennen wir diese Laser. Mr. Zorkon, komm, du musst vernichten. Captain, bist du da? Ratchet und ich stehen unter Beschuss und wir brauchen Hilfe. Ende. Ah, alles klar, verstanden. Ich sitze hier selbst irgendwie fest. Yep, viele Gegner. Zu viele, ehrlich gesagt. Zieht Leine, Gegner. Der macht wahrscheinlich ja, wieder gar nichts. Unter schwerem Beschuss, kann euch also leider nicht helfen. Also, viel Glück. Brax, wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Brax,
sind wohl auf uns allein gestellt. Ja, aber der Captain, der hat definitiv keine Gegner. Definitiv. So, wo haben wir denn das hier? Nee. Jäger will ich auch noch ein bisschen verbessern. Na, im Moment aber unnötig. Na gut. Okay. Warum nicht? Gebiet ist sicher. Ach stimmt, der Verpixler. Der hatte noch was. Der gute alte Verpixler. Ja. Alter, geil, der Doppelpuffer. Geil. So, jetzt können wir schon mal hier hin. Ihr könnt euch alle entspannen. Jetzt bin ich ja hier. Leb wohl, du dummes Etwas. Mir geht's gut. Willst du das übernehmen? Das war sehr, sehr laut. Mr. Zurkon? Kreisklinge? Von Kreis Industries? Au. Genießt die letzten Minuten eures Lebens, Schutz. Okay, wir brauchen was anderes. Erstmal die hier. Ich wünschte, ich könnte bleiben und zusehen. Aber ich muss leider weg. Tschüssi. Dieser Schleimbeutel darf uns nicht entkommen. Wow, 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 die hat ein Schild. Weiter feuern! Gibt's hier irgendwo Heilung? Zerstöre ihren Schild. Schießt auf Miss... Okay, warte, ich habe das hier. Warum kann ich das nicht schießen? Au. Au. Ja, weiter so. Ich habe sie disco-mäßig in den Mangel genommen. Zuki. Oh, ich brauche Heilung. Das ist eine echte Drecksfamilie. Na, wenn man schon mal hier ist, ne? Der Tod ist zu dumm für mich. Deine armseligen Waffen sind doof. Meine armseligen Waffen sind cool. Die sind verdammt cool. Vernichten dich jetzt. Guck mal hier. Jetzt kassierst du richtig. Der Pixler to the win, baby. Wird ihre Familie beschützen. Keine Chance gegen den guten alten Verpixler. Schießen, es funktioniert. Nimm das hier. So, damit treffe ich sie wieder ein bisschen. Ich bin noch ein Zurki. Mrs. Zurkon? Au! Mrs. Zurkon hat sich deinem Ende nähert. Die Zurkons vernichten dich jetzt. Hab ich noch einen Zurkon? Die Zurkons aktivieren jetzt den super tollen Schild. Oh, keine Muni. Wie schnell hier die Muni ausgeht. Was haben wir denn noch hier drüben? Aggressor ist ganz nice. Okay, ich brauche wieder ein bisschen Heilung. Ich brauche dringend wieder ein bisschen Heilung. Irgendwo hier noch Heilung? Och Mann, davor war hier so viel Heilung. Jetzt ist alles weg. Deine armseligen Waffen sind doof. Dankeschön. Danke, dass du meine Waffen doof findest. Kann ich hier shoppen während dem Bossfight? Ich gehe shoppen. Aha. Jetzt bin ich wieder feuerbereit, du alte Blunze. Na, wo ist sie? Hier drüben. Mr. Zurkon will vernichten. Das oh, er macht gut Damage. Er macht gut Damage, der Aggressor. Du wagst es auf
Aber Verpixler ist King. Yes. Dankeschön, Mrs. Zurkon. Ja, je größer sie sind. Ach, hier drüben wird es noch ein bisschen leben. Ich will das Büro untersuchen. Komm auch dahin. Bridget, ich habe dein Schiff zum Drag Industries Rollfeld geschickt. Wir treffen uns auf Kervan wieder. Moment, das ist das hier. Mann, bei dem Ding stand ich wirklich lange auf dem Schlauch, bis ich das hier hinbekommen habe. So. Also das war das Erste, wo ich denke, das war nicht easy. Das war wirklich nicht easy. Aber dafür gibt es eine kleine Belohnung hier. Achtung. Easy, mein Freund. Okay, was kann man denn hier noch machen? Ach so, das ist ein Bereich, wo wir davor mit Clank waren. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber nur Ratchet kann die Dinger hier einsammeln. Und nur mit dem Jetpack kommen wir auch hier drüben hin. Ohne Jetpack wäre das nicht möglich gewesen. So. Who's next? Okay, ich nehme hier nochmal ein bisschen Muni mit. Oink. Keine Muni für uns. Und hier drüben gibt es hier ein bisschen Munition, die wir brauchen. Ja, na also. So, was haben wir denn hier? Okay, hier können wir auch nichts machen. Na gut, na gut, na gut. Kommen wir hier hin. Dann habe ich hier drüben noch Kristalle gesehen. Die holen wir uns auch noch. Yes, komm zu Daddy. Drei Kristalle. Very, very saftig. Gut, und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss!